mehrfacher Truck Racing Europameister und fährt auch jetzt gerade wieder aktuell ganz an der Spitze der Gesamtwertung mit. Ja, und im Vergleich zu früher, zu den Strebern in der Schule, ist er auch wirklich beliebt, denn er wurde unter anderem 6-mal zum beliebtesten Truck-Rennfahrer gewählt. Ja, und wenn ich einen Preis vergeben könnte, dann noch den für den entspanntesten Fahrer, denn heute 2 Rennen gefahren, wahnsinnig viele Termine und sitzt trotzdem hier entspannt neben mir auf der Couch. Jochen Hahn, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, kein Problem. So, jetzt müssen wir mal kurz die Daten raushauen. 5 Tonnen, circa 1000 PS und 160 km/h fahrt ihr. Muss man so ein bisschen größenwahnsinnig sein, um Truck-Rennfahrer zu werden? Weil es hätte ja auch das Auto und Motorsport wie DTM getan. Nein. Also es täuscht. Viele unterschätzen das. Entschuldigung. Es ist ein vollwertiges Rennauto, auch wenn er 5 Tonnen wiegt. Und man kann ihn eigentlich vom Fahrstil her vergleichen mit einem Go-Kart. Also eigentlich mit der kleinsten Serie, die es gibt. Also es täuscht. Es ist wirklich ein sehr agiles Fahrzeug, wo 5 Tonnen wiegt, aber zu fahren ist, wie wenn es 300 Kilo wiegt. Okay, und wie kommst du persönlich jetzt zum Rennfahren? Du bist ja ein bisschen vorbelastet, genetisch, wenn man da mal reinschaut. Richtig, also es ist ein Familienbetrieb. Mein Vater hat sich irgendwann den Traum erfüllt, Renntrack zu fahren. Ich hatte dann das Glück, da reinzuschlupfen und hatte auch viele Jahre Glück, mich zu entwickeln. Habe 12 Jahre gebraucht, bis an die Spitze zu kommen. Und da sind wir eigentlich konstant seit 2011, also 4-mal Europameister seit 2011. Irgendwann haben wir kapiert, wie die Rezeptur funktioniert. Das Fahrerische, das Technische, alles zusammengebracht und dann läuft's. Dein Vater ist ja noch als Teamchef mit dabei, aber er hat sich ja dann doch eindeutig aus der Rennszene verabschiedet, als er einen schweren Unfall hatte. Das heißt, heute auch wieder Regen, schwere Bedingungen. Man weiß, Unfälle können passieren. Jetzt haben wir genau hier sitzen wir in der Lounge von dem Hersteller, der praktisch das herstellt, was dich mit deinem Fahrzeug und der Straße verbindet, nämlich Reifen. Wie wichtig sind die denn bei so einem Rennen? Ja, man unterschätzt es oft. Es geht immer um den Reifen. Immer. Beim PKW, beim Motorrad, beim LKW. Es geht immer darum, was mache ich, um den Reifen richtig zu belasten. Luftdruck, ja? Stabilisatoren einstellen, Stoßdämpfer einstellen. Es geht immer nur darum, beim Rennfahrzeug alles ideal zu machen, dass der Reifen 100% Wirkungsgrad herausholen kann. Also ist sehr wichtig, weil ohne Reifen wird gar nichts gehen. Das ist die Verbindung zur Straße. Da merkt man auch schon, du bist auch jemand, der so tüftelt und du entwickelst, ich habe mir das vorhin sagen lassen, du entwickelst ja auch andere Fahrzeuge. Das heißt, du machst dir selber noch eine Challenge, die Konkurrenz fährt quasi teilweise mit deinen entwickelten Fahrzeugen. Warum machst du denn sowas? Oder baust du da extra was Fieses ein, was die hinten dran liegen? Das würde uns sehr unloyal machen. Also es ist so, dass 2014 und 2015 ist ein Fahrzeug von uns mit einem anderen Fahrer Europameister geworden. Das heißt, die letzten 7 Jahre stellen wir die Europameisterschaftsfahrzeuge. Was ist passiert? Das war ein Fahrzeug von uns, wo ich das Jahr davor Europameister geworden bin. Und der Fahrer und das Team hat einfach einen besseren Job gemacht. Ja, schmälert jetzt meine Leistungen, aber macht uns als Hersteller oder als Vermieter, Verkäufer sehr loyal wiederum in der ganzen Szene, weil wir einfach, wir geben das raus, mit dem wir gewinnen können. Und wenn es einer besser macht, haben wir leider verloren. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Preis vergeben, nämlich den an den sportlichsten, fairsten Rennfahrer. Aber wie fühlt sich das denn so an? Ich habe mal auf die Tabelle geguckt und habe mir sagen lassen, die Steffi fährt ja auch ein Fahrzeug von dir. Wie ist denn das so, hinter einer Frau herzufahren? Na gut, es ist so, dass die Steffi... Gibt es auch den Preis für den ehrlichsten Rennfahrer? Also die Steffi ist ja irgendwo auch Freundin von uns. Wir arbeiten ja schon Jahre zusammen. Also hat sich eine Freundschaft entwickelt. Mit der Steffi kann man Jack Daniels trinken, mit der Steffi kann man eine Zigarette rauchen, mit der Steffi kann man lachen und sie kann verdammt gut Rennauto fahren. Und was ist passiert? Sie macht einen Mega-Job und der wird von allen respektiert. Und das ist eigentlich, so muss es sein. Ist sie schneller, ist sie besser, ist sie vorne. So, und sie hat sich hier etabliert, sie hat das beste Material, was man braucht und wir respektieren das. Also da gibt es keinen sie oder er oder es ist, wie es ist. So, dann wird es dann auf andere Weise ausgetragen an der Bar, ich sehe schon. Heute sind wir hier und haben auch einen Geburtstag zu feiern, 90 Jahre. Und das Geburtstagskind wird auch Grüne Hölle oder einfach nur der Ring genannt. Nürburgring, hier sitzen wir gerade. Du bist heute auf Platz 4 und 3 gefahren, das ist eine Top-Leistung. Aber was war denn so das Schwierigste heute hier am Ring? Oder sagst du auch so eigentlich wie jedes andere? Also der Ring hat zwei Dinge. Die Strecke selber, die liegt mir sehr gut. Es sind 3 Sektoren,
Die ersten zwei Sektoren, die letzten 8 Jahre, war ich immer der Schnellste. Immer im letzten Sektor verliere ich alles, im Trockenen speziell. Im Nassen habe ich heute überall ein bisschen verloren. Das Problem ist, man hat sehr viel Druck im Hintergrund. Als deutscher Fahrer, über Jahre hinweg, einfach was aufgebaut mit den Fans, man hat sehr viel Verpflichtungen. Und das unter einen Hut zu bringen und dann nur 100% auf der Rennstrecke abzurufen, ich glaube, das ist die Kunst, die der Nürburgring in sich birgt als deutscher Fahrer. Man muss einfach konzentriert abspulen. Ich liebe den Nürburgring. Ich würde ihn noch viel mehr lieben, wenn ich im Hintergrund weniger zu tun hätte. Mich nur auf Setup und Fahren zu konzentrieren. Ja. Und dann, ja, ich gönne es jedem, bei dem es so ist. Ich muss es abrufen und muss aber auch noch, wie soll ich sagen, ja, man muss überall 100% bringen. Aber ist unser Heim-Grand Prix, Deutschland, machen wir. Hauen das raus und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen, dass es weitergeht und auch in der Gesamtwertung noch weiter nach vorne. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss sehen wir uns vielleicht nochmal. Gut, danke schön. Alles klar, danke.